willkommen bei Frejas Orakel und Wegweiser. Ja, schön, dass ihr hier wieder mit dabei seid. Ich freue mich immer, wenn ich für euch hier das Tagesorakel abdrehen kann, auch wenn ich morgens nicht so viel Zeit habe. So, ich denke, jetzt sieht man alles richtig. Also, heute ist ein großes Tagesorakel, da wird viel geredet. Deswegen rede ich jetzt hier nicht lange um heißen Brei, wir gucken jetzt sofort rein. Also, am heutigen Tag geht es darum, dass du vielleicht etwas loslassen musst oder losgelassen hast hier, ne, mit der Lagus, und dann wieder in deine Anbindung zu dir selbst kommst. Ne, dass du auch dem Universum vertraust, dass du nach oben vertraust, dass alles gut ist, so wie es ist. Also entweder musst du was loslassen oder du sollst wieder in den Fluss des Lebens kommen. Mit dem Ast der Kelche kann es sich hier um eine ganz, ganz große Chance um die Gefühle hier in deinem Leben handeln heute. Ne? Du wusstest vielleicht noch nicht so richtig, was du nimmst, hast hier noch so überlegt oder ob du das überhaupt nimmst, hast dir viele Dinge angeguckt, da reicht die Energie wieder von gestern mit rein, hast was in die Balance gebracht und ja, dann schmolzt du hier und lässt etwas los. Ne? Mit dem Magier kannst du dir deine eigenen Sachen natürlich hier ins Leben bringen oder manifestieren. Und mit dem Fünf der Stäbe gab es hier entweder, ja, das hat die Energie hat man gestern, ich sehe schon, die fließt ins Heute wahrscheinlich über. Also, diese Energie, die Fünf der Stäbe, das ist so eine Energie, dass man entweder in einem Team irgendwas arbeitet oder dass hier einer besser sein will wie der andere, ne? Also so buchstäblich auf der Karrierekleider, auf der Karrierekleider hochklettern möchte und jeder will sich das Ziel da oben angeln. Ja, also kann wieder sich so um Berufliches auch mithandeln. Ja, und entweder handelt es sich da um eine Frau, die die Königin der Stäbe ist, ne? Dass man sich von dieser Frau vielleicht befreit, ne? Aus dieser Versuchung, weil es kann eine gewisse Versuchung hier entweder mit dieser Frau sein, also Königin der Stäbe, dass die in ihrer vollen Leidenschaft ist, dass die ihr Feuer hat, ja, dass die hier in ihrer Mitte ist, dass die hier gut verwurzelt ist. Und das kannst aber auch du sein, diese Königin der Stäbe, wenn du so eine Person bist. Dabei ist es egal, ob du jetzt als Frau oder Mann zuschaust. Dabei ist es hier ganz egal. Aber wenn du in so einer Energie bist, dass du sehr schmusebedürftig bist, dass du eine leidenschaftliche Frau bist, dass du dein Feuer lebst, ja, dass du deine Freude fühlst, dann kann es natürlich sein, dass du hier so eine Versuchung entweder heute, dass eine Versuchung auf dich zukommt, ja, wo du vielleicht auch mehr ernten kannst hier, ne, wo du vielleicht auch mehr einsammeln kannst, also so eine Versuchung, die Versuchung kommt mir nicht so negativ, die kommt mir eher neutral rein mit dem Teufel, ne, da entweder war da eine Versuchung oder es kommt noch eine Versuchung rein, wo du vielleicht auch mehr erreichen, mehr machen kannst und genau, ja, und das kann auch in der Liebe hier gewesen sein. Ne? Kann aber auch sein, dass du Gefühl da reinsteckst, ja, in diese Sache. Aber du ziehst dich trotzdem mit dem Vier der Schwerter erstmal von diesen Gefühlen zurück. Ne? Es kann sich auch um eine Person handeln mit dem König der Stäbe. Also Königin der Stäbe und König der Stäbe ist ja schon mal richtig super gut. Ne? Auf jeden Fall drehst du dieser Person so ein bisschen, naja, du nimmst dir erstmal so ein bisschen Zeit für dich. Ne? Das kann ja hiermit aneinander hängen, dass du vielleicht dich hier zurückziehst, hier nochmal überlegst mit dem Vier der Schwerter. Möchte ich diese Versuchung hier widerstehen oder gehe ich mit der Versuchung mit, dass ich vielleicht auch hier mehr einsammeln kann? Ja, das kommt mir im beruflichen Bereich rein. Und dann ist da noch der König der Stäbe. Ja. Und das ist wahrscheinlich ein Mensch, der auch in seiner Leidenschaft ist, der eine leidenschaftliche Kraft mitbringt mit den Löwen hier im Rücken und der natürlich auch sein Feuer lebt. Ja? Und mit diesem Menschen kommt heute eine Chance auf dich zu, mehr zu machen, hier mit den Neun der Münzen. Ja, das kann jetzt wirklich hier im beruflichen Bereich sein. Ne? Also mir kommen
hier zwar die Stäbe, das Feuer mit rein, aber eher so im beruflichen Bereich kann das hier stattfinden. Heute wartet eine Chance auf dich mit einem Menschen, der hier vielleicht auch auf dich zukommt, ne? Aber du überlegst hier trotzdem noch so ein bisschen, ob du mehr einsammeln willst, ob du der Versuchung widerstehen sollst oder ob du dich drauf einlassen sollst im beruflichen. Genau, so kommt es mir jetzt rein. Ja, und dann sind hier unten wieder entweder die Finanzen oder die Gefühle, ne? Aber tiefe Gefühle sind hier. Es kann auch sein, dass hier tiefe Gefühle beendet werden oder eine Transformation kommt, dass man sich neu ausrichtet, auf eine schicksalhafte Reise mit jemand noch macht. Dann sind hier noch Komplikationen in der Seele, in den Emotionen. Das sind irgendwelche Verstrickungen, Komplikationen. Auch mit einer männlichen Person, ne? Also zu Hause kann das sein mit einer männlichen Person oder wenn das nicht in deinem Zuhause ist, dann ist es so, dass es hier bei dieser Person ist, ne? Dass man hier noch Ängste hat bezüglich des Zuhauses. Ja, ein Mann, also muss jetzt, kann jetzt jedermann sein. Ja, es kann sich hier um die Liebe und Beruf mit handeln, ne? Und dann hier noch Blockaden, ne? Zwecks des Neuanfangs. Und ja, diese Blockaden sind auf jeden Fall noch hier und dadurch wird erstmal ein Neuanfang beendet in der Liebe, ne? Aber das wird wieder in positive Veränderungen reinkommen. Also das steht jetzt für sich extra hier in der Liebe wahrscheinlich, ne? Also hier ist eine Begegnung. Hier sollten erste Schritte stattfinden. Ja, vielleicht sollte man sich begegnen, aber man hat jemand getäuscht, man hat vielleicht das Treffen abgesagt. Das kann auch sein. Und hier sollten kleine Schritte eines Neuanfangs stattfinden. Und daraufhin war eine Verletzung, ja, hier gewesen. Aber die Verletzung, die wird heilen, weil hier ist der Baum und der Baum steht für die Heilung und daneben, ne, also das hat dich auch so ein bisschen ins Wanken gebracht, gesundheitlich hier. Ja, aber es wird trotz allem kommuniziert, zwecks eines Dates und einer Einladung, also trotzdem eines Treffens, dass man sich hier doch nochmal trifft. Ne, ich frage jetzt mal die Karten, was ist denn hier mit der Enttäuschung, mit den Masken? Um was geht's denn da? Ja, sage ich doch, es geht um ein Treffen hier bei den Masken. Also da hat jemand das Treffen abgesagt oder war in irgendeiner Sache nicht ehrlich. Ne? Hier sollten kleine Schritte schon mal beginnen, zwecks dieses Treffen, ein Neuanfang. Aber der Schmerz hat hier reingezeigt in die Gesundheit so ein bisschen, es hat dich fertig gemacht. Daraufhin kommuniziert man heute nochmal über diese Sache, die da war. Und ja, dann steht wahrscheinlich hier schon die nächste Einladung im Raum. Ja, und die kann auch von einem guten Freund sein. Na, hier ist, ja, genau, weil die Buchseite, die zeigt auf den guten Freund, auf die Treue, auf die Freundschaft. Und da wird hier eine Entscheidung getroffen, ja, für die Stärke wieder, in die Stärke zu kommen. Also das heißt jetzt für mich, dass man diese Enttäuschung, dass die Enttäuschung hier in die Heilung reingehen wird, weil man sich vielleicht hier nicht getroffen hat und dass dann hier ein neues Treffen ausgemacht wird, was dann hoffentlich hier, ja, dann wirklich stattfindet für euch. Genau, das ist hier die Tagesenergie. So, dann haben wir den Fuchs noch hier dabei. Und der Fuchs, also ein Krafttier aus dem Krafttier-Orakel von Colette Baron Reid. Meine verwendeten Kartendecks findet ihr auch unten in der Infobox, ne? Also der Fuchs, der sagt, sei geistesgegenwärtig, sei schlau. Ja, du weißt, was du hier zu tun hast. Ne? Genau. So, meine Lieben, ich lasst euch jetzt mal noch was rausspringen vom geilen Glücklichsein für den heutigen Freitag. Okay. Also deine Botschaft ist heute, je weniger du auf negative Menschen reagierst, desto glücklicher wirst du in deinem Leben sein. Ja, das kann heute noch so eine extra Botschaft für dich sein. Kann sein, dass heute negative Menschen auf dich zukommen, dann versuch da ein bisschen auf dich selbst zu fokussieren, lass die dann links liegen, reagier vielleicht auch gar nicht auf denen ihre Energie und ja, sei du für dich einfach glücklich und in deiner Energie, ne? Das wollte ich damit sagen.
Meine Lieben, ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Freitag. Heute kommt noch das Wochenendorakel rein und mal gucken, ob ich noch das eine oder andere schaffe, wenn ich wieder da bin. Ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende auf jeden Fall schon mal. Ja, wenn ihr mich gern unterstützen möchtet, gebt mir ein Abo, ein Like oder einen lieben Kommentar. Ich freue mich jetzt schon darüber. Ich bedanke mich auch bei allen neuen Abonnenten, die hier zu mir gefunden haben. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ja, und ich habe jetzt natürlich auch so eine kleine Thanks-Funktion. Wenn ihr auf der Leiste bei Gefällt mir auf die Thanks-Option drückt, dann könnt ihr mir hier auch ein kleines Dankeschön für die Tageslegung oder so dalassen. Ja, aber nur wenn ihr möchtet, das müsst ihr natürlich nicht, ne? Das wollte ich nur mal mit dazu sagen, dass die Funktion jetzt hier bei mir freigeschalten ist. So, meine Lieben, aber jetzt verabschiede ich mich erstmal. Ciao, ciao.